Moin, willkommen in Karlsruhe-Durlach an der Talstation der Turmbergbahn. Dies ist die älteste Standseilbahn in Deutschland, die noch betrieben wird. Die Bahn wurde 1888 eröffnet. Die beiden Wagen, die heute hier fahren, stammen aus dem Jahr 1966. Die Karlsruher Verkehrsbetriebe planen allerdings eine grundlegende Modernisierung und Umgestaltung der Bahn. Ich werde darüber später im Video noch mehr erzählen. Zurzeit wird nur einer der beiden Wagen für die Personenbeförderung benutzt. Bevor die Bergfahrt startet, haben wir noch etwas Zeit, uns im Wagen und in der Talstation umzusehen. Dann geht es aufwärts mit einem herrlichen Blick über die Stadt Karlsruhe. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns umdrehen, denn wir sind gleich an der Bergstation angekommen. Von oben haben wir nicht nur einen Blick über die Stadt, sondern auch über die Trasse der Turmbergbahn. In Rot eingezeichnet ist der Abschnitt, der jetzt im Jahr 2022 von der Bahn befahren wird.
Die orange Linie zeigt die geplante Verlängerung im Verlauf der Bergbahnstraße. Die Standseilbahn soll dort bis zur Endhaltestelle der Straßenbahn verlängert werden, sodass man ohne langen Fußweg umsteigen kann. Wenn die Bahn verlängert wird, soll sie auch neue Wagen erhalten. Bisher sind die Sitze in den Wagen treppenartig angeordnet und auch der Zugang erfolgt über Treppen. Bei den neuen Wagen sollen alle Sitze in einer Ebene liegen. Damit wird ein barrierefreier Zugang über normale waagerechte Bahnsteige möglich. Die Wagen stützen sich dazu auf ein geneigtes Fahrgestell. Im neuen Streckenabschnitt in der Bergbahnstraße wird die Steigung geringer sein als auf der bisherigen Strecke. Das Fahrgestell kann sich daher nach der Steigung der Strecke ausrichten. Bisher ist die Strecke 315 Meter lang. Man kann daher auch von der Bergstation die Ausweiche gut sehen. Auf dem Berg steht die Ruine einer ehemaligen Burg. An den Hängen des Turmbergs baut das Staatsweingut Karlsruhe-Durlach Wein an. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.